Neulichen Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB-Rookie, Bioboing, Mischka-RPG und der Koali. Folge 1? Aller Anfang ist schwer. Heute mit dabei MLB-Rookie, Juli Karls und Bioboing. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Rollenspielfreunde, liebe Nerdpoler, liebe DSA-Freunde, willkommen bei der ersten Folge von Neulich in Aventurien. Einem neuen Format, das wir ausprobieren wollen. Eine Art Podcast über die Welt von DSA, innerweltliches sowohl als auch rollenspieltechnisches. Meine Wenigkeit, mich findet man unter dem Namen MLB Rookie bei YouTube. Mit mir sind der Bio und die Julikals. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wie gesagt, dieser Podcast läuft unter dem Titel Neulich in Aventurien. Wir wollen die Spielleiter als auch die Spielerperspektive auf das Pen-and-Paper-Rollenspiel DSA einnehmen. Ihr werdet uns in unterschiedliche Besetzungen im monatlichen Turnus finden. Wir werden unterschiedliche Themen diskutieren, von einzelnen Göttern, einzelnen Regionen bis zum Thema, ich weiß es nicht, Gewalt, Emotionen, was auch immer. Das Ganze befindet sich noch ein bisschen im Fluss. Das heißt, die einzelnen Folgen können sich ein wenig voneinander unterscheiden, aber wir werden versuchen, ein einheitliches Format zu finden. Und wie könnte es anders sein? Die heutige Folge steht unter dem Zeichen Aller Anfang ist schwer. Es soll also darum gehen, wie man einsteigt in das Rollenspiel, in DSA, in das Abenteuer oder in die Spielrunde. Ein, glaube ich, facettenreiches Thema. Ich werde so ein wenig die Rolle des Moderatoren übernehmen, wie ihr schon merken könnt. Es wird aber vor allen Dingen ein Gespräch zwischen uns werden. Wir möchten uns austauschen über diese Themen. Ich würde zunächst mal anfangen und euch kurz die Möglichkeit geben, euch in wenigen Worten vorzustellen. Wir beginnen natürlich mit der Dame, Juli Karls. Beschreib doch mal kurz, deine Beziehung zum Rollenspiel oder deine Beziehung zu DSA. Wo kann man dich sehen? Was spielst du so für Runden für alle Zuschauer da draußen? Also, ich bin die Juli Karls. Man findet mich meistens in den Livestreams auf Twitch unter twitch.tv/Juli Karls. Ansonsten zum Nachschauen gibt es alle Spielrunden von uns oder von mir auch auf YouTube, auch unter Juli Karls. Ich spiele schon einige Jahre Rollenspiel, im Speziellen das Schwarze Auge. Ein paar andere Systeme sind mir auch bekannt, habe ich aber nie besonders intensiv gespielt. Zurzeit befinde ich mich in der Theaterritterkampagne, in einer eigens erstellten Havena-Kampagne und außerdem in einer, beginnenden Kampagne von der Einsteigerbox, wo wir beim Einstieg sind. Genau. Sehr gut. Ich kann nur verraten, ich habe auch schon das ein oder andere Mal reingehört, reingeschnuppert und wenn ihr coolen DSA-Content sehen wollt, dann schaltet bei Juli Karls einfach mal ein. Das gleiche gilt natürlich für Bio. Bio! Das bin ich. Ja, stell dich doch mal kurz vor. Ja, wer bin ich, was mache ich und warum bin ich heute hier? Ja, hallo, ich bin der Bio. Ich spiele auch Rollenspiel, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht hier. Ich spiele viel DSA, irgendwie nicht so richtig bewusst, aber irgendwie komme ich davon nicht weg. Auch wenn ich was anderes spielen möchte, ich spiele am Ende irgendwie immer wieder DSA. Ich leite auch sehr viel auf YouTube.
Habe auch schon mit dem MLB Rookie diverse selbstgeschriebene Runden, gekaufte Runden, gemischt gekauft, selbstgeschriebene Runden spielen dürfen. Auch immer sehr schön. Beschäftige mich tatsächlich auch so ein bisschen nebenbei mit dem Thema Rollenspiel, Spielleiten. Habe da schon verschiedene Konzepte mal gemacht, was man da machen kann, um Leuten das Leiten näher zu bringen, aber auch den Spielern. Von daher, ich bin nicht ganz so aktiv im Moment, aber vieles in Planung. Gerade DSA, der neue Band über Torwahl hat mich ein bisschen gepackt und da werden wir vielleicht auch heute noch was von hören. Mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was der MLB Rookie heute hier mit uns vorhat. Ja, ich freue mich auch. Ich glaube, wenn das alles nach Plan und professionell abläuft, dann wird man vielleicht auch die Links zu unseren diversen Kanälen in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung finden. Ich hoffe mal, dass das alles klappen wird. Ja, Leute, erste Frage, die ich mit euch diskutieren will. Wir versetzen uns mal in die Situation hinein. Ich denke, jeder von uns wird das, jeder da draußen und jeder von uns wird sich schon einmal in dieser Rolle befunden haben. Rolle, das richtige Stichwort. Man erzählt einem Freund, der besten Freundin, einem guten Kollegen von diesem Hobby, was man da praktiziert. Und man merkt vielleicht, dass da so ein wenig Interesse besteht. Die Leute wollen ein wenig mehr erfahren und man wittert so, man schnuppert so, eventuell könnte man den guten Freund oder die gute Freundin für sein geliebtes Hobby gewinnen. Wie erklärt man jetzt diesem guten Freund, was man da betreibt und wie gewinnt man ihn für sein eigenes Steckenpferd? Was kommen euch sofort für Assoziationen? Spielt man die Filmkarte aus? Ja, erzählt man, dass man, es ist quasi so, als wärst du in einem Film und du übernimmst, du kannst deine eigene Rolle sozusagen steuern. Oder wie würdet ihr das machen? Oder wie habt ihr das schon mal erfolgreich gemacht? Vielleicht auch bei der eigenen Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner, sowas kenne ich auch ganz gut, ja. Wenn man mal die Frage gestellt bekommt, ja, was machst du denn da eigentlich da? Jede Woche oder jeden Tag vielleicht? Wie führt man Leute an das Rollenspiel heran? Und dann vielleicht in einem zweiten Schritt diskutieren wir, dann würden wir vielleicht mal erklären, wie führt man Leute speziell an DSA heran? Gut, ich äußere mich mal direkt dazu. Zum einen kommt es natürlich auf die Person und seine Interessen drauf an. Wo kann ich sein Interesse packen? Ne? Das ist sehr, sehr individuell und da weiß wahrscheinlich jeder am besten so, wo die Interessen des Freundes liegen. Kommt der vielleicht sowieso aus dem Rollenspielbereich am PC her? Hat er vielleicht irgendwann mal Schauspiel an der Schule, Theater AG oder sowas gemacht? Oder hat er überhaupt schon von Rollenspiel gehört? Oder steht er einfach auf Würfel? Ja, das kann alles Mögliche sein. Und ich glaube, an dem Interesse muss man möglichst einfach ansetzen. Und zwar ohne es sehr kompliziert zu machen. Wenn ich Menschen erstmal 3 Tage debattierend erklären muss, was er in einem Spiel betreiben soll. Das wird die meisten abschrecken. Von daher ist, glaube ich, der beste Einstieg das Interesse des Gegenübers kurz erfassen und an dem Punkt ansetzen und ihn dann ins Spielen bringen. Ich glaube, groß viel erklären ist nicht wichtig und auch nicht von Vorteil. Wenn ich jetzt mal jemanden erklären muss, ja, da musst du aber erstmal 8 Stunden deinen Charakter bauen, wird er sagen, du, morgen hat meine Oma Geburtstag, ich bin dann mal weg. Von daher, das Einfachste ist sein, also ich habe mal einen Freund gefragt, sag mal, was war eigentlich schon mal dein Jugendtraum? Und dann fing er da an mit irgendeiner Heldengeschichte. Ich so, cool, das alles, das kannst du sein. Nämlich in Aventurien. Komm mal mit, ich zeig dir mal die Welt. Und dann ziehst du ihn rein. Dann steckst du ihn mitten in Aventurien rein, wenn du sowieso schon Spielleiter bist. Wenn du Spieler bist, dann nimmst du deinen Meister zur Hand oder wie auch immer.
und setzt ihn einfach schön immersiv in diese Runde rein, mit Spaß. Und nach einer Runde merkt er schon, ist das was für mich oder nicht? Und ich finde, beim Rollenspiel gibt es nur zwei Auswege. Es packt einen oder man merkt sich, ist nicht meins. Das ist so ein bisschen die ins kalte Wasser Methode, oder? Nicht zu viel Präliminarien, eher sozusagen so schnell wie möglich in das Spiel mit hineinziehen. Das ist mein Tipp, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, die von Pen Paper gehört haben, deren Spruch nicht zu spielen war: Oh Gott, das kostet zu viel Zeit. Da sind einige wichtige Stichworte schon gefallen, aber die werde ich jetzt nicht zusammenfassen, sondern Bio. Ja, ich habe zwei Sachen für euch. Also mein Klassiker, wenn ich das jemandem erklären soll, der wirklich überhaupt keine Ahnung davon hat, noch nie Kontakt hatte, ich sage mal, es ist wie Krimi-Dinner. Weil Krimi-Dinner hat, finde ich, so ein bisschen den Charme. Das ist so, du hast das gerade so schön gesagt, ich darf dich zitieren, das Hobby praktizieren. Ich finde dieses Wort praktizieren so schön, weil das schon so viel, das schwingt schon so viel mit, deine eingeschworene Gemeinschaft, okkulte Rituale. Ja, und das Krimi-Dinner ist so ein bisschen die entschärfte Version. Krimi-Dinner ist irgendwie witzig, das hat, die meisten haben zumindest schon mal das Konzept zumindest gesehen und dann kann man da auch so ein bisschen erklären, ja, eigentlich ist das genauso, ne? Du musst halt einen Organisator haben. Wenn ich sie mal erklären will, nur erklären, nicht unbedingt reinziehen. Wobei ich jetzt sagen muss, ich glaube, je nachdem, welches Setting man hat, es gibt Leute, die haben diese Affinität, denen merkt man das auch in der Regel an, die kommen irgendwie alle aus, was heißt alle, aber oft aus ähnlichen Ecken. Wo ich es ganz krass gemerkt habe, war, ich habe letztes Jahr einen Trainerschein gemacht, zum Trainer in der Erwachsenenbildung und das erste Konzept, was ich mir in der Prüfung vorgestellt habe, war den Leuten zu ernst. Da waren zu viele Inhalte drin. Habe ich gesagt, alles klar, ihr wollt es nicht ernst, ihr wollt mehr Spaß, wir machen Pen und Paper. Und da saßen wirklich die anderen, also das waren Leute, die haben jahrelang als Manager gearbeitet, oder wirklich Leute, die schon über die 60 waren und so, die also wirklich so überhaupt gar keinen Bezug zu diesem Hobby hatten. Und nachdem ich das mit denen gemacht hatte, wir hatten mal so 10 Minuten Zeit, ich habe mit denen Impro-Theater gemacht und habe gesagt, ganz wichtig ist es oft als Spielleiter, ihr müsst verschiedene Rollen einnehmen und dazu ist es wichtig, dass ihr mit der Stimme spielt. Und wir machen jetzt mal eine Übung, ich sag euch immer einen Satz und jeder muss den Satz anders sagen als der vorher, aber die gleichen Worte, nur die Betonung muss anders sein. Und die hatten da so viel Spaß mit, dass ganz viele von denen nachher gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was das ist, ne? Aber es ist bestimmt mega witzig, wenn du das machst, würde ich das mal ausprobieren. Und ich glaube, so über diesen Spaßfaktor, das hat ja Julika es auch gesagt, dieses Machen, die Leute da reinwerfen, einfach mal so dieses, das hat Julika es auch gerade schon gemacht, dieses, du kannst sein, wer du willst und du kannst Quatsch machen, so viel wie du willst. Darüber kriegst du die Leute, glaube ich, auch sehr gut. Ich hab so viele Gesprächsstränge, die wir jetzt schon verfolgen könnten. Ich muss so ein bisschen darauf achten, dass wir alles umsetzen, alles unterbekommen, was ich mir überlegt habe. Ich möchte allerdings ein paar Sachen zurückfragen. Also ich glaube, zwei Aspekte oder ein Aspekt, der bei euch beiden angeklungen ist, den ich interessant finde und der bei mir auch viele Assoziationen weckt. Ihr habt beide von Theater gesprochen. Bei Bio und bei dir, Judicals, jemand, der sozusagen vielleicht schon Erfahrungen, vielleicht berufliche Erfahrungen hat mit Theater. Sind die Leute prädestiniert für Rollenspiel? Würde ich jetzt mal ganz kritisch oder skeptisch zurückfragen. Kann man die eher gewinnen für Pen und Paper Rollenspiel? Naja, wenn du eine gewisse Affinität zum in die Rollen schlüpfen hast, dann sicherlich. Wobei ich tatsächlich Schauspiel und Rollenspiel stark voneinander trenne und unterscheide, weil es doch zwei verschiedene Wege sind, die vielleicht Verbindung zueinander haben, meiner Meinung nach, aber doch zwei verschiedene Sachen. Oder Aber vielleicht anders gefragt, gibt's irgendwie so ein Skillset oder gibt's sozusagen Fähigkeiten, die man mitbringen kann, die einen den Einstieg ins Rollenspiel erleichtern? ich guck mal eben auf meinem Charakterbogen. Es gibt Skills. Die werden dir in die Wiege gelegt. Jedes Kind betreibt Rollenspiel. Mit 2 Jahren, mit 3 Jahren, mit 5 Jahren, mit 6 Jahren, mit 10 Jahren. Und irgendwann verläuft sich's im Sande.
Und wenn man dann als Erwachsener diesen Trieb zum Spielen wiederentdeckt und Rollenspiel schon als Kind gerne getrieben hat, dann wird man das auch sicherlich als Erwachsener für sich entdecken. Es gibt sicherlich die Leute, die auch keinen Spaß daran haben. Also, Das Ganze wie das so bei Hobbys ist. Das Ganze läuft bei mir jetzt, ich hatte es mir vorher nicht überlegt und wir hatten, glaube ich, auch im Vorfeld nicht darüber gesprochen, aber gibt es so etwas wie Dinge, die auf Spiele, auf Spieler oder auf Spielleiterseite einem irgendwie den Einstieg ins Rollenspiel erleichtern? Ja. Irgendwie Bio. Ja. Die Antwort ist ja. Du willst bestimmt auch noch Details, ja, so wie das immer ist. Ja, definitiv. Also ich glaube, so eine gewisse Offenheit ist ganz wichtig, ja. Eine Offenheit, Sachen auszuprobieren. Das hat ja Julikas auch gesagt, ne? Das hast du als Kind noch. Da ist das überhaupt kein Problem, jede Rolle zu sein, die du sein willst. Das verliert man mit dem Erwachsenensein viel. Ich glaube, es ist auch hilfreich, wenn du kommunikativ bist. Also, weil ohne ist es echt schwierig. Kann man auch machen. Es gibt ja auch immer mal den einen oder anderen Spieler, der möchte einfach nur mitlaufen. Ist okay. Aber wenn du 5 solche Leute hast, kannst du schlecht eine Runde spielen. Also ich glaube, Kommunikativität ist schon was, glaube ich, gut tut, wenn man spielen möchte. Und das wären auf jeden Fall 2 so Sachen, die mir einfallen. Kommunikativität, ja. Also ich glaube, als Spielleiter musst du ein bisschen mehr extrovertiert sein, um eben in die verschiedenen Rollen zu hüpfen, um deine Mitspieler mitzuziehen, zu begeistern. Denn ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als eine Runde, die da sitzt und wir gehen jetzt von A nach B. Was tut ihr? Und dann hast du vielleicht noch Spieler, die, weiß ich nicht, sagen, das ist blöd. Aber ich glaube nicht, dass du da fürs Rollenspiel reden können musst. Also es gibt auch ganz viele schüchterne Spieler, die gerade mit und durchs Rollenspiel über sich selbst hinauswachsen und da tatsächlich dann Skills mit dem Rollenspiel erlernen, die sie ja einfach sich selbst wachsen lassen. Ich glaube, mit dem Rollenspiel kannst du tatsächlich auch noch Skills fürs Berufsleben und fürs private Leben entwickeln. Von daher, wenn man jemand sehr Schüchternes ist und wirklich noch nicht so gut im Reden ist, man spielt ja meistens Rollenspiele in einer kleinen Runde, in einer geschlossenen Runde. Und gerade da kann man das am besten einfach ausprobieren. Ich würde jetzt nicht die 5 schüchternen Spieler zusammensetzen und sagen, macht mal. Es ist immer ganz gut, wenn vielleicht 1-2 Leute mitziehen. Aber ich finde es zum Spielen, also als Spieler, darf man auch ruhig schüchtern und nicht besonders redegewandt sein. Also ich glaube, so die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass ich glaube, eine der größten Hemmschwellen ist, die Leute so ein bisschen zu kitzeln und aus sich rauszuholen. Also ich will nicht sagen, dass es so das größte Problem oder so beim Einstieg ins Rollenspiel ist, aber ich habe schon ganz oft, dass viele Leute, die sozusagen an das Hobby herangeführt werden, Probleme damit haben, aus sich rauszugehen oder vielleicht einfach mal so alle Fesseln, alle Konventionen irgendwie am Spieltisch abzulegen und so vollkommen über sich hinauszuwachsen und vollkommen in dieser Rolle aufzugehen. Wie kriegt man die Leute dazu? Also klar, ein so gängiges Mittel, das hast du gerade auch schon angesprochen, Judicals, ist so mit gutem Vorbild vorangehen. Ja, also der Spielleiter sollte am besten in seine NSCs möglichst ja echt irgendwie reinschlüpfen und sozusagen vormachen, wie es gehen kann. Aber wie? Also jetzt sind wir ganz konkret beim Thema Einstieg ins Rollenspiel. Wie kriegt man die Leute dazu, wirklich aktiv Rollenspiel zu betreiben und eben nicht nur so, wie du gerade sagtest, ja, in der dritten Person Singular von seinem Charakter zu sprechen, ja, Alrik geht jetzt von dort nach hier. Wie kriegt man die Leute dazu? Also ich glaube, das hat was mit Kommunikation zu tun. Und ich knüpfe da jetzt nochmal an und werde das auf deine Frage transferieren, weil das, wie ich Kommunikation gemeint habe, noch in eine andere Richtung geht. Kommunikation heißt für mich nicht extrovertiert sein. Kommunikation können heißt für mich mit den anderen in Kontakt sein. Das kann ich auch, wenn ich nicht mit denen rede unbedingt. Das macht es, finde ich, schon einfacher.
Aber ich nehme mal als Beispiel jetzt gerade dieses Thema, wie kriege ich die Leute dazu, in die Runde zu kommen? Die müssen von mir als Spielleiter und auch von mir als Mitspieler das Gefühl bekommen, du kannst hier sein, wer du willst. Ich übertrete deine Grenzen nicht. Du kannst dich hier ausprobieren. Du kannst das, was ich dir gebe, annehmen und was damit machen, musst du aber nicht. Ne? Also wenn ich jetzt gerade jemanden habe, der schüchtern ist, dann gebe ich dem sein Spotlight, ich spiele den an, aber ich erwarte nicht, dass er das unbedingt ausspielt, weil er das ja vielleicht gar nicht will. Vielleicht reicht ihm das zu sagen, ja, ich reite jetzt dahin oder was weiß ich. Ne? Und ich finde, das ist Kommunikation. Ich finde, ganz schwierig sind Spieler, und das ist mein Hintergedanke eigentlich gewesen, die sagen, ja, also ich bin immer für mich, ich gehe von allen anderen weg. Und wenn ich den anspiele, geht er gar nicht drauf ein, nicht weil er das nicht kann, sondern weil er einfach sagt, ich spiele für mich alleine. Das finde ich persönlich schwierig. Und das ist, glaube ich, auch was, wo ich die Leute mit in das Ding reinziehe, wenn ich ins Abenteuer gehe, dass die miteinander kommunizieren. Wie viel oder wenig auch immer, aber dass sie eine Gruppe werden, miteinander, zusammen. Das ist so, glaube ich, das, was die Leute reinziehen würde, so aus meiner Perspektive. Da musste ich gerade spontan an den stummen Meuchelmörder denken, der seinen Alleingang immer macht. Ganz schlecht für die Gruppe. Ja, wir kennen ihn alle. Mir ist gerade auch noch mal eine Assoziation. Ich denke noch mal an die erste Antwort von Julikas zurück. Ich glaube, nicht ein Problem, aber sagen wir mal, ein Aspekt oder ein Faktum, was einem öfter begegnet, immer öfter in unserer heutigen Zeit, ist, du hast Leute, die haben vielleicht am Computer, sagtest du, schon super viel Erfahrung mit Rollenspiel. Ja, die haben, was ich, online, Als bitte? Konsument meinst du? Ja, genau. Und die haben online Rollenspiel gezockt oder vielleicht muss nicht unbedingt online Rollenspiel sein, irgendwelche Computer Rollenspiele, vielleicht auch richtig, ich will nicht sagen gesuchtet, ja, aber exzessiv gespielt. Aber Pen and Paper Rollenspiel ist ja noch mal was ganz anderes, ja. Also beim Computer Rollenspiel bekommst du sozusagen die, also mittlerweile in beeindruckender, ja, Visualität und Immersivität deine Welt vorgesetzt. Wie gewinnst du? Wie kann man solche Leute, die es gewohnt sind, in einer super krass animierten Welt sich zu bewegen, wie gewinnt man die für Pen and Paper Rollenspiel? Also ich glaube, du gewinnst die nur, wenn sie sich sowieso schon dafür in irgendwie ein Interesse bekunden und es zeigen. Wenn sie das schon tun, wissen sie selbst, nicht bewusst, aber wahrscheinlich unbewusst, dass sie irgendwas anderes brauchen als das schnelle Rollenspiel mit Questen, 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 Abschlachten, 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 Boss besiegen. Und dann kriegst du sie auch. Und ansonsten jemand, der wirklich, sage ich mal, immer noch das Online-Rollenspiel, bitte hier irgendwie Titel einsetzen, das gerne spielt und kein Interesse für Pen and Paper zeigt, den kriegst du ja nicht. Es gibt ja die Menschen, die sind sehr visuell dann schon bezogen und ja, da ist dann halt in dem Fall, so leid es mir tut, aber Hopfen und Malz verloren in dem Moment. Weil du kannst im Pen and Paper kein visuelles, mega coolen Boss bieten, der sonst was plötzlich darstellt. Also visuell wird es schwierig, aber ich glaube, visuell mit Fantasie im Kopf hast du sehr, sehr viele Mittel, wo du jemanden mit reinziehen kannst. Es gibt viele Ansatzpunkte. Das fängt beim Cosplay an. Ganz übertrieben gesagt Cosplay. Es hilft dem einen oder anderen schon. Wow, da kann ich mir so einen coolen Hut für die Runde aufsetzen. Oder dann hat irgendwie einer sein Plastikschwert aus Kinderzeiten aus dem Keller hervorgekramt und hat das mit dabei. Musikalische Untermalung als Spielleiter, wo du wirklich sehr viel Effekte erzeugen kannst und so ein bisschen dieses Computeranimierte damit ersetzt, wo du jemanden in eine Welt mit reinziehst. Das sind alles so Stilpunkte, die man ganz gut einsetzen kann. Um halt eine möglichst große Immersion zu schaffen. Aber wenn du jemanden hast, der, ja, diese animierte Computerwelt mit den perfekten dafür abgestimmten Sounds und Quests hat,
Und die Spielemacher geben sich ja nun wirklich heutzutage sehr, sehr viel Mühe, das, ja, sage ich mal, besonders herausfordernd oder suchtend zu programmieren. Da wird es schwierig, jemanden davon wegzuziehen, wenn er das gar nicht möchte. Ich glaube sowieso wegziehen, wenn er das nicht möchte, ist immer, also bei der die Frage, anbieten, ja, ist mir egal, ob die Leute das spielen oder nicht, wenn sie daran Spaß haben. Was ich ihnen tatsächlich sagen würde, ist der Unterschied für mich, und ich spiele auch ab und zu mal am Computer Rollenspiele, ist, in dem Computer Rollenspiel bin ich immer geskriptet. Es gibt zwar freie Entscheidungen und mehrere Lösungswege, aber die sind immer begrenzt. Und das ist für mich das Allerattraktivste eigentlich im Pen und Paper, weil ich da wirklich frei bin und wirklich selbst die Entscheidung treffe. Und ich hoffe, dass jeder, der hier zuhört und auch jeder von euch schon mal so einen Moment gehabt hat, wo er in seiner Rolle als Spieler da gestanden hat, völlig durchgeschwitzt war, weil er so da drin war, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Das habe ich im Computer ist noch nicht so erlebt, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch was, was man erleben kann. Und wenn man das erlebt hat, dann weiß man erst, was der richtige Unterschied ist und auch vielleicht der Mehrwert, in Anführungszeichen Mehrwert oder das Schöne daran, was man da haben kann. Weil ich kann wirklich alles machen. Ob das dann funktioniert, weiß man nicht. Aber man kann es erstmal probieren. Okay. Ja, das ist ein Punkt, den Bio jetzt ganz gut angesprochen hat, die Emotion, die am Ende dabei herumkommt, ist tatsächlich, wenn man beides mal, sage ich mal, gespielt hat und im Rollenspiel mal so richtige Emotionen erlebt hat, ist das ein ganz anderes Level. Das ist ein guter Schlussstrich unter diesen unter die erste Sektion sozusagen. Ich will's also so ein bisschen der Faden, der sich durch die Folge so ein bisschen durchziehen wird, ist, wir gehen so ein bisschen vom Allgemeinen ja zum Speziellen. Wir tasten so ein bisschen näher an DSA und Armaturen heran. So, zweiter Schritt, ja. Wir haben die Leute gewonnen, ja. Sie wollen es ausprobieren, mit uns Pen and Paper Rollenspiel zu betreiben. Wie erklären wir den Leuten jetzt, was ist DSA, was ist Aventurien, wieso spielen wir nicht dieses Dungeons and Dragons, wieso spielen wir nicht Shadowrun oder was auch immer, wieso spielen wir nichts mit Vampiren und Werwölfen, wie macht ihr eurer besten Freundin, eurem Kollegen, wem auch immer, wie macht ihr dem jetzt DSA und Aventurien schmackhaft? Oder anders gefragt, wie lässt sich Aventurien und DSA an einen Einsteiger nicht verkaufen, aber wie kann man ihn für DSA und Aventurien gewinnen? Auch hier kommt es drauf an, wen ich da vor mir habe. Also ich muss immer, finde ich, individuell entscheiden, also wenn ich das jetzt als Spielleiter mache oder eben als Spieler in eine Gruppe jemanden mit reinholen will, muss ich schon individuell entscheiden. Also wenn ich es weiß, wen ich da vor mir habe, wenn das jetzt tatsächlich jemand ist, der überhelden, übermäßig, mega irgendwelche absoluten abgefahrenen Sachen machen will, wird das in Aventurien vielleicht schwierig, nicht unmöglich, aber da gerätst du ja plötzlich schon dann in die größeren Geschehnisse oder Kampagnen herein, ne? Das Schöne an Aventurien ist, du kannst ja den Herrn Müller von nebenan zu einem Helden machen. Und da kannst du ja bei jedem ansetzen. Bei jedem, wie er so lebt. Man kennt ja unsere Erde. Und Aventurien ist ja so schön angelehnt an unsere Erde, wie wir sie kennen. Und jeder, wenn ich jemanden ins Dornenreich setze, dann kann ich ihm das ganz gut mit den weltlichen Mitteln, die ich habe, mit der entsprechenden Musik, mit den entsprechenden Bildern, die ich vielleicht beschreiben kann, sehr nah ihn da hineinbringen, weil wir auch bei Aventurien ja nicht bei High Fantasy sind, wo man eine unglaubliche Vorstellungskraft vielleicht bräuchte, sondern man tatsächlich Bezüge zu jedem Abschnitt von Aventurien direkt herstellen kann, zu unserer Welt. Als ich zum Beispiel angefangen habe, eine Nivesen zu spielen, habe ich auch gedacht, ja, Nivesen, somit das älteste Volk war in Aventurien, ja, wo setzt du an? Und ich habe wunderschöne
weltliche Bezüge, die ich kenne, mit denen ich irgendwie vielleicht groß geworden sind, die mir immer wieder entgegengekommen sind und kann da mit was anfangen, ohne dass ich jetzt plötzlich so ganz neue Sachen erfinden müsste. Und das ist halt das Schöne an Aventurien. Wie gesagt, der Müller und der Alrik werden zu Helden. Dornreich, für alle, die es nicht wissen, wäre dann so ein Szenario, orientalisch angehaucht, südasiatisch, indischer Subkontinent, sowas in der Richtung, nicht wahr? Genau, oder das Bornland, wo wir so ein bisschen nach Russland, in die östliche Ecke hinausziehen. Oder Weiden, wo wir einfach im europäischen Mittelalter landen und da wahrscheinlich jeder irgendwo irgendwie was mit anfangen kann und sich da hineinversetzen kann. Also ich glaube, sich da hineinversetzen in die Rollen, in die verschiedenen Welten, die sehr zahlreich in Aventurien sind, da ist die Hemmschwelle nicht so groß und die Hürde auch nicht besonders groß. Man landet, finde ich, sehr, sehr schnell drin. Bio. Ja. Gewinn nicht für Aventurien. Du willst mich für Aventurien gewinnen. Ja, das ist ganz einfach, MLB. Das ist ganz einfach, weil ich werde dir einfach nichts anderes anbieten als Aventurien. Wenn ich dich schon überzeugt habe, mit mir zu spielen, ich finde, das ist wie wenn du, so ein bisschen wie wenn du guten Unterricht machst. Es muss eigentlich egal sein, was du machst. Du musst die Leute für dich gewinnen. Wenn die Leute da hinkommen und sagen, boah, egal was wir jetzt machen, das wird irgendwie witzig, dann hast du, finde ich, für dich, wenn du jetzt in der Rolle des Spielers hast, bist irgendwie gewonnen. Und dann kannst du auch eigentlich mit denen spielen, was du willst, wenn du es vernünftig aufziehst. Jetzt soll ich dich für Aventurien gewinnen. Das mache ich alleine schon dadurch, dass ich in dem System am sichersten bin. Ja, weil das heißt einfach, ich bin entspannter für meine Spieler. Ich kann mehr Hintergrundwissen liefern. Ich habe die Regeln mehr drauf. Und ich habe einfach, das hat Julikas ja auch gesagt, ich habe einfach alles, was ich brauche. Und ich kann es auch super schnell erklären, was jetzt, sage ich mal, nicht den Regel... Crunch angeht, sondern nur den Fluff, was so ringsrum gepufft ist, ne? Und das Schöne ist, und das hat Julikis gerade auch mit den Rollen gesagt und auch mit den Settings, ich gehe noch weiter, auch das Abenteuer, die Story, die kann so stumpfsinnig sein, ohne dass ich groß was erklären muss. Gerade, ich gehe jetzt nochmal auf den Anfangskommentaren, das könnten auch Kinder spielen. So würde ich die Leute da reinziehen. Je nachdem, wie die so ticken, wenn ich die so ein bisschen kenne, würde ich das dann ausgestalten, die eine oder andere. Aber ich muss nicht alle Götter vorher erklären. Und das ist, finde ich, das Schwierige. Und das ist mein einziger Punkt. Wenn ich so ein Einsteiger-Ding machen würde, dann muss ich als Spielleiter sicherstellen, jetzt sind wir wieder bei Kommunikation und Empathie und so ein bisschen, wenn da jetzt einer sitzt, der seit 40 Jahren Aventurien auswendig gelernt hat und dann ständig meinen neuen Mitspielern sagt, nee, Moment, der heißt nicht so und das hier, die Häuser sind schon mal, das würde ich versuchen, ganz krass rauszunehmen. Ansonsten, es gibt so viel schönes Material, Julikas hat alles gesagt, ich höre auf zu reden. Also ich frag gleich nochmal zurück, aber ich, vielleicht können wir nochmal auf, können auch vielleicht auf die letzte, auf den letzten Podcast oder sagen wir mal so die Geburtsstunde dieses Podcasts zurückverweisen. Es gab einen Weihnachts- oder ein Neujahrs-DSA Podcast. Da ist diese Frage auch schon mal angeklungen. Ja, was ist das Spezifische an DSA, an diesem System, bietet es sich an für Einsteiger? Verschiedene Aspekte sind da angeklungen, ja, die ihr auch schon angesprochen hattet, zum Beispiel Facettenreichtum, ja, es gibt eine große Breite an Szenarien oder Kulturen oder Regionen, ja, unterschiedlich gestaltete Regionen, in die man einsteigen kann. Alle sind irgendwie grob angelehnt an geschichtliche Epochen oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Man hat was Orientalisches, man hat was Osteuropäisches, man hat was Skandinavisches, man hat was Tropisches, vielleicht was, man hat das den hohen Norden und den heißen Süden. Also Facettenreichtum auf der einen Seite, auf der anderen Seite habt ihr auch betont, dass man es dann doch trotz dieses Facettenreichtums oft auf eine einfache Ebene herunterbrechen kann. Ja, also Julikas hat gesagt, man kann Herrn Müller von nebenan spielen. Ja, man kann sich
in ein Weidner-Szenario, in das europäische Mittelalter, in ganz einfache Lebensverhältnisse. Darauf kann man sich beschränken. Was sind noch so Aspekte, die Aventurien ja prädestinieren oder die es anbieten, für Einsteiger mit DSA irgendwie anzufangen? Also Kritiker würden jetzt sagen, aber das Regelsystem ist doch super aufgeblasen und man hat 50 Regionalbeschreibungen, die man sich erstmal reinfinden muss. Also die, sagen wir mal, die der Advocatus Diaboli würde jetzt sagen, DSA bietet sich überhaupt gar nicht an. Es gibt viel zu viele Publikationen, man kann sich überhaupt nicht da zurechtfinden, man ist viel zu eingeschränkt in seinen Entscheidungen. Wie, nochmal ein Statement von euch, wie ihr das so seht. Nee. Ja, finde ich nicht. Also ich habe D&D auch hier. Ich könnte dir bei D&D nicht sagen, in welche Reiche und also gibt bestimmt Leute, die können das auch, ne? Aber also D&D 5 ist schon entschlackt. Ganz ehrlich, ja, klar hast du diesen Facettenreichtum, aber das ist ja mir als Spielleiter überlassen, wie detailliert ich das mache. Ich kann Abenteuer spielen mit so entschlackten Regeln und so entschlackt vom Hintergrund, dass das Einzige, woran du merkst, dass du im Bornland bist, dass die Leute ist das Wut hier sagen oder sowas. Und da brauche ich nichts über DSA oder Aventurien für wissen. Regeln ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber also ich habe hier, jetzt haben wir ja leider diesen Podcast als nicht als visuelles Format, ich habe hier mal das Basisregelwerk vor mir liegen, von der 5. Edition, und das möchte ich nochmal anbringen, was ich eigentlich so an DSA und Aventurien so als Alleinstellungsmerkmal auch als Magnet für mich empfinde. Das ist so ein bisschen diese Mystik. Ich kann das ganz schlecht beschreiben, als ob man in so einem Märchen ist. Es ist nicht immer ein schönes Märchen, aber es ist so ein bisschen wie so ein Märchen, so ein bisschen. Mit dieser schwarzen Kugel und dann sind da bunte Farben. Und da wird auch nicht gekämpft oder so, sondern das sieht alles sehr mysteriös und mystisch so ein bisschen aus. Und das ist, finde ich, das, was an DSA die Leute auch kriegt. Weil du so tief und so, ja, wir reden von Immersion, aber so mit Emotionen und Story und Tiefe da reingehen kannst. Das, finde ich, ist das, was DSA toll macht. Ich kann da auch schnetzeln, aber die Stärke und ich finde auch das, was mich am meisten, kann ich nur für mich jetzt persönlich sagen, am meisten reizt, ist definitiv das. Und damit würde ich die Leute auch versuchen, da reinzuziehen. Der Punkt der Kritiker ist ja immer, dass es so aufgebläht ist und es so viele Regeln gibt und alles so aufgeteilt. Ja, gibt es. Und ich sag mal, den einen packt es beim Sammeln, der andere denkt sich, oh mein Gott. Aber ein Anfänger, den setze ich ja nicht 20 Bücher und sag, buff, viel Spaß. Wir sehen uns in 2 Jahren wieder, wenn du alles durchstudiert hast. Sondern ich fange ja ganz klein an. Und im besten Fall nehme ich die Einsteigerbox und die Schnellstartregeln, die auf 55 Seiten begrenzt sind. Wirklich 55 Seiten. Und spiel damit los. Und wenn ich dann Lust habe, mich zu erweitern, mich mehr zu spezifizieren, wenn ich merke, oh, meine Gruppe oder ich oder wir haben Lust jetzt aber tatsächlich die Kämpfe etwas genauer auszuspielen und nicht nur bei der Beschreibung zu bleiben, wenn ich mehr würfeln oder weniger würfeln will. Darauf kann ich ja zugreifen. Darauf muss ich nicht zugreifen. Das Einzige, was man muss, ist sich mit der Gruppe darüber einig zu sein, ob alle diesen Weg, den sie jetzt gehen und beschreiten, ob er allen Spaß macht. Das ist das Einzige, was man sich vielleicht immer wieder zwischendurch fragen sollte. Aber ansonsten muss ich ja auf nichts zurückgreifen. Es kommt auf den Spielleiter und die Spieler drauf an, was sie daraus machen. Und wenn du plötzlich eine Runde hast, ja, aus Männern oder Frauen, ich nehme jetzt beide mit rein, die jetzt Bock auf eine Reiterstaffel haben, ja, dann spielen die ihre Reiterstaffel in Aventurien und dann haben die ihre 5 Pferde dabei und versorgen die mit Stroh und Heu. Du kannst es ganz genau ausspielen. Du kannst aber das Pferd einfach nebenher laufen lassen. Später abschlachten und 200 Portionen Fleisch draus kriegen. So. Das ist halt das Schöne daran. Es ist ein Kann. Es ist kein Muss. Also ich
weiß nicht, welche Spieler sich eingeschränkt fühlen. Man muss es ja nicht. Ne? Ich meine, die Regeln ist jetzt noch eine andere Geschichte. Da kann man ja um einiges drüber streiten. Aber was ich halt auch sehr schön finde, ist wirklich für sowohl Spielleiter-Anfänger als auch Rollenspiel-Anfänger ist, ich finde die sehr, sehr schön umgesetzt, ist die Einstiegsbox in das schwarze Auge. Du hast es schon angesprochen, es gibt einige, die sozusagen die offiziellen Vertreiber oder der, darf man sagen, der Konzern, der hinter DSA steckt, ja, darf man schon irgendwie so sagen, sie haben verschiedene, ich glaube schon, sie haben verschiedene Angebote unterbreitet, ja, wie man den Einstieg erleichtern kann, wie man sozusagen das große Ganze herunterbrechen kann für einen Neuling oder für einen Schnelleinstieg in Aventurien. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Stichwort Einsteigerbox werden wir auf jeden Fall noch diskutieren. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen mit euch. Und wir werden auch gleich noch drüber sprechen, werden auch nochmal gleich über Aventurien sprechen, ja, welche Regionen sich eventuell dann speziell für den Einstieg anbieten. Möchte aber nochmal auf eine ganz praktische Frage eingehen oder zurückkommen. Also angenommen, ja, wir haben jetzt unseren Freund, unsere Freundin gewonnen für das Rollenspiel, wir haben ihn gewonnen für DSA. Jetzt geht es darum, und ich finde, also ich muss sagen, ich darf vorwegschießen, ich finde diese Frage echt super spannend. Wie gestaltet man jetzt ganz konkret den Einstieg ins Abenteuer, ja, oder den Einstieg in die Spielrunde, ja? Also wie steigt man ganz konkret ein an den Spieltisch? Wir hatten gerade schon mal von der Methode ins kalte Wasser werfen gesprochen, ja. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege und Möglichkeiten, ja, hier ins Spiel einzusteigen. Heldenerschaffung, ja, hatte glaube ich Julika jetzt gerade auch schon angesprochen, ja. Ich glaube, es gibt keinen goldenen Weg, aber ich glaube, wir könnten zumindest ein paar Minuten darüber unterhalten, welche Optionen bestehen, ja, vielleicht Vorteile, Nachteile. Also, ich will mal eins in den Raum werfen. Archetypen oder Heldenerschaffung? Also ich baue jetzt hier so einige Gegensätze oder Dichotomien ein. Also es gibt das Angebot, dass ich glaube in jedem DSA Regelbuch, ich glaube es ja heißen Quellenbücher oder Regelbücher, es gibt am Anfang so einen Abschnitt mit Archetypen, ja, dass man quasi vorgefertigte Charaktere hat, und ich glaube, dass die Archetypen viele Vorteile bieten, auch wenn sie sozusagen dem Einzelnen jetzt nicht die Möglichkeit lassen, einen Charakter so vollständig nach seinen eigenen Vorstellungen zu erstellen. Aber ich glaube, also manche Archetypen sind diesen gradlinig erstellt, ja, sind auch gewissermaßen so ein bisschen klischeehaft, aber ich finde, man kann sich sehr gut in diese Rollen reinversetzen und sie erleichtern einem den Einstieg ins Spiel schon sehr. Die andere Alternative wäre, man erstellt sich selbst einen Charakter. Dann wäre wiederum die Frage, macht man das gemeinsam mit dem Spielleiter? Ja, also sozusagen, macht man das ganz alleine? Ja, überlässt man das dem Spieler? Er soll sich da selber irgendwie reinfinden, oder will man das so ein bisschen angeleitet gestalten? Sagen wir mal, das andere Extrem wäre, man wirft dem Spieler einfach irgendeinen Charakter hin. Ja, du spielst jetzt das hier, weil es gerade irgendwie in unsere Runde passt. Ja, vielleicht da erstmal ein Punkt. Habt ihr eine Meinung dazu? Wie steht ihr zu Archetypen? Wie steht ihr zur Heldenerschaffung? Bio, leg mal vor. Also mit Leuten, die noch nicht DSA gespielt haben, würde ich immer Archetypen nehmen. Ich würde sogar immer Archetypen nehmen, eigentlich. Wenn wir am Tisch spielen, vor allen Dingen. Online ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, aber jetzt so am Tisch oder die klassische Con-Runde. Ich würde immer, und das habe ich, glaube ich, sogar irgendwo in meinem Schrank, so eine Sammlung aus Archetypen haben, die vielleicht sogar noch zum Setting passen, und die anbieten. Weil ich persönlich das als, Service klingt jetzt schlecht, aber als, ich sehe das als meine Aufgabe als Spielleiter an, meinen Spielern als Gastgeber dazustehen. Das gehört zu meinen Aufgaben, den Einstieg so rund wie möglich zu machen.
Wenn die dann sagen, wir möchten uns aber gerne einen Charakter bauen oder ich möchte hier was verändern, bitte. Aber das Angebot und die Vielfalt, wo sie sich was draus aussuchen sollen, sollte da sein, weil das den Einstieg, gerade für jemanden, der es noch nie gespielt hat, unglaublich erleichtert. Genauso könnte es auch sein, ich habe ein Abenteuer, wo bestimmte Professionen oder Charaktere einfach wirklich ganz schlecht reinpassen. Und auch da hätte ich gerne, wenn, und nehmen wir mal an, mein Spieler ist jetzt da angekommen, das ist ein super erfahrener Hase vielleicht sogar, und der hat aber seinen Lieblingscharakter nun mal mit, aber der passt wirklich nicht dahin. Und er sagt selber, ja, wie doof ist Das das denn? klassische Problem des Schwarzmagiers irgendwo. Ja, ne, dann möchte ich ihm zumindest das Angebot machen können, dass er sich jetzt nicht mal eben nebenbei noch einen Charakter bastelt, dass er einen von den Vorgefertigten nehmen kann. Das ist meine Meinung. Also als erfahrener Spielleiter gewisse Charaktere oder Archetypen in petto zu haben, ist immer ganz gut. Ist man selbst als Spielleiter Einsteiger, ist es ganz gut, auf die vorgefertigten Charakter zurückgreifen zu können, die ja angeboten sind in Büchern, in Boxen, wo auch immer. Man findet sie. Es gibt sie. Ne? Gerade wenn ich als Spielleiter anfange, will ich jetzt nicht auch noch 20 Stunden da irgendwelche Archetypen und Charaktere erstellen. Das Angebot zu haben, ist immer gut. Habe ich aber Spieler, die die entsprechende Zeit mit sich bringen? Also es gibt ja noch ganz gute Tools, sage ich mal, die man für DSA benutzen kann, um Charaktere zu erstellen, ohne dass man den Rechenschieber zu Hause noch nutzt, sage ich mal. Es kann aber auch sehr interessant sein, nur so mal in den Raum geworfen, 1:1, ja, nimmst du da die Single-Frau und den Single-Mann, den Spielleiter und die Spielleiterin oder den Spieler, die Spielleiterin, wie auch immer, die sich beim netten Gläschen Wein abends mal einen Charakter zusammen erstellen. Das kann auch ganz interessant sein als Einstieg ins Rollenspiel. Würde Kommt ihr aber da eben auf den Typen drauf an, ne? ein anderes Konzept, was es ja, glaube ich, gibt, zumindest habe ich Erfahrungen damit gemacht, ist die gemeinsame Heldenerschaffung. Also die ganze Gruppe, ich weiß nicht, online ist vielleicht eher seltener, aber wenn sich sozusagen gerade eine Tischrunde konstituiert, da gibt es, glaube ich, das Modell, dass man gemeinsam alle zusammenkommt und die Charaktere gemeinsam erschafft. Kennt ihr das oder ist das vollkommen, oder denke ich mir das komplett aus? Ich kenne das. Ja, kenne ich auch. Also lieber gemeinsam in der Gruppe sozusagen durchsprechen, überlegen, inwiefern passen die Charaktere aufeinander, oder lieber Spieler und Spielleiter sozusagen im Dialog unter vier Augen. Ich finde, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Es kann unheimlich interessant sein, völligst unbekannte Charaktere in ein Setting zu setzen, die sich dann kennenlernen. Das gibt den Leuten sehr, sehr viele Möglichkeiten, ins Rollenspiel zu kommen. Wie, ach, du frühstückst nicht? Ach, wieso schläft der noch? Also es gibt halt unheimlich viele Ansatzpunkte, dass die Spieler miteinander Rollenspiel betreiben, ohne dass ich, also als Meister muss ich mich dann auch zurückziehen in dem Moment, wenn ich merke, die geraten da unheimlich gut rein. In einer Konzeptgruppe kann das aber genauso sein, wobei eine Konzeptgruppe dann schon eher wahrscheinlich storyorientiert spielen wird. Dann, da können, also erfahrene Spieler bringen dann sicherlich so Sachen aus der Vergangenheit rein oder irgendwelche Schwankel aus der Jugend, die sie zusammen erlebt haben, wenn das so eine Konzeptgruppe ist, die sich da erstellt hat. Aber du hast am Anfang, musst du als Spielleiter in dem Moment mehr Story, mehr Inhalt liefern, weil die Gruppe steht da. Da braucht ja Alrik seine Helga nicht mehr fragen, was sie denn frühstücken möchte. Bio, wie hältst du es da? Eher lange Unterhalt oder langes Gespräch zwischen Spielleiter und Spieler über den Hintergrund des Charakters? Wie machst du das? Oder wie machst du es am liebsten? Vielleicht so. Oh. Also ich persönlich als Spielleiter finde es am schönsten, was Julika es gerade gesagt hat, wenn die Spieler das selber machen und sich kennenlernen. Weil ich ein fauler Hund bin, und das mir Arbeit abnimmt und das auch sehr spaßig ist, wenn die Spieler sich dann kennenlernen. Nichtsdestotrotz finde ich es für mich wichtig und halte es auch für eine meiner Aufgaben in der Vorbereitung, sicherzustellen,
zumindest dran zu sein, egal ob das jetzt alle in einem Raum sind oder in Absprache, jetzt sage ich mal diskontinuierlich irgendwie, was die Spieler so ungefähr vorhaben. Weil A, mein Setting, B, mein Abenteuer, C, nichts ist frustrierend. Also das Konzept einer Rollenspielgruppe heißt für mich, jeder ist für irgendwas wichtig. Wenn ich jetzt zwei Spieler habe, die exakt denselben Charakter bauen, regeltechnisch auch noch, dann kann das zu Frust führen, finde ich. Und das sehe ich als meine Aufgabe schon an, dann einen Dialog herzustellen und zu sagen, hey, da ist jemand, der will auch den auelfischen Wildnisläufer spielen und ihr könnt exakt das Gleiche. Wollt ihr das machen? Und dann haben sie es aber dann können sie zumindest drüber nachdenken, ne? Oder in Dialog gehen. Vielleicht wollen sie es ja auch machen. Kann ja auch sein, aber dann haben sie sich zumindest bewusst dafür entschieden. Und das finde ich tatsächlich wichtig. Ich finde es kann schwierig sein, gerade bei neuen Spielern, finde ich, wenn die zusammen sitzen und ja, okay, dann spiele ich halt den Schurken, weil irgendwer muss den ja spielen. Das finde ich nicht schön. Ich finde, jeder sollte wirklich ganz für sich entscheiden können, was er spielt. Aber eben schon wissen, okay, ne, ich will das spielen, jetzt hat jemand anders was sehr Ähnliches, vielleicht ändere ich ihn nochmal ein bisschen ab. Muss ja nicht ein ganz anderes Konzept sein. Aber es ist für mich ein Gleichgewicht irgendwo dazwischen. Also ich glaube, dass der Spielleiter zumindest, also es gibt Situationen, bin ich auch der Meinung, wo der Spielleiter so ein bisschen eingreifen sollte. Also ich bin auch der Meinung, dass man es den Spielern weitestgehend überlassen soll, also wenn sie sich einen Charakter selber bauen wollen, ja. Aber ich glaube, es besteht auch die Gefahr, dass man sich bei der Heldenerschaffung beim Bücherwälzen oder was weiß ich, beim DSA Wiki heißt es, glaube ich, oder Aventuria Wiki Regeln nachschauen, dass man sich da so ein bisschen in Werten und sowas verliert. Ich glaube, es ist für einen Charakter. Also ich glaube, der Spielleiter muss da auch gerade bei Neulingen eingreifen und vor allen Dingen den Spielern vermitteln, dass sozusagen das Hintergrund super super wichtig ist. Also ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich diese 20 Fragen an. Also am Ende der DSA-Regelbücher zur Heldenerschaffung gibt es ja meistens so einen Abschnitt 20 Fragen an den Helden. Ja? Und meine Erfahrung ist, keiner will diese 20 Fragen beantworten, ja? Weil man ist vollkommen auf irgendwelche Werte, auf irgendwelche Werte fixiert, ja, dann muss man ja gar kein Power-Gamer sein, ja, man versucht irgendwie das Maximum aus seinem Charakter rauszuholen, man hat so eine, vielleicht hat man, irgendwie so eine Kultur und eine Profession, aber die sind irgendwie sind das noch so, mehr so Hülsen, ja, so Phrasen, und ich habe immer das Problem, bin immer auf das Problem gestoßen, die Leute so ein bisschen dahin treiben zu müssen, ja, dass sie diese 20 Fragen an den Helden ernst nehmen, weil die Fragen sind es am Ende, die einen Charakter irgendwie abrunden und einem so einen Charakter auch Tiefe verleihen, ja, man muss irgendwie ist auch immer, also ich finde, es ist auch immer gut, wenn eben beim Rollenspiel wenn irgendwie Dinge aus dem persönlichen Hintergrund des Charakters irgendwie auftauchen, ja, Eltern, Verwandte, was weiß ich, Kinder, Freunde, wie auch immer, dass irgendwie auf Erlebnisse oder auf den Charakter ganz persönlich rekurriert wird. Ich möchte einfach nur von euch wissen, habt ihr diese Erfahrung auch gemacht, dass es Probleme dabei geben kann? Oder vielleicht anders gefragt, wie ermutigt ihr die Leute dazu, diese Hintergrundstory eines Charakters ernst zu nehmen. Von mir aus jetzt am Aufhänger dieser 20 Fragen an einen Helden. Das wäre jetzt ein Spieler. Das ist jetzt wirklich eine Spielleiterperspektive. Aber die wollen wir auch ab. Die wollen wir auch abdecken. Also ich glaube schon, es gibt sicherlich die Leute, die sofort eine Hintergrundgeschichte im Kopf haben und die komplette Kindheit ihres Charakters irgendwie da den im Kopf entsteht. Und dann gibt's halt tatsächlich den faulen Hund, der sich anhand der Regeln schön an den Werten so lang hangeln kann. Und dann hat er so seinen Rahmen. Ja, und das andere ist jetzt schon wieder so in der freien Bahn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, viele drücken sich davor. Ich hatte mal, aber das war nicht in DSA, aber in ein anderes Setting. Ich weiß nicht mal, welches Setting das war. Ist vollkommen egal. Ich hatte mal einen ganz anderen Einstieg als Spieler. Und zwar habe ich
vierseitiges Dokument bekommen mit Hintergrundstories eines Charakters. Weder Werte, noch wie dieser Charakter sich überhaupt zusammensetzt und was er am Ende kann, wusste ich. Ich hatte nur diese Hintergrundstories und aufgrund dieser Hintergrundstories konnte ich mir einen Archetypen sozusagen auswählen. Die Werte hat der Spielleiter dann für mich erstellt und den Charakter generiert. Fand ich super cool, weil ich sofort, ich hatte schon eine vorgegebene Story, ich hatte schon einen Hintergrund und der eine hat mich angesprochen, der andere hat mich nicht angesprochen, aber ich war sofort so in diesem Helden drin, in diesem Charakter drin und die Werte waren dann zweitrangig. Ich möchte die Frage sofort an Bio weitergeben, eigentlich gerne. Ist die DSA Heldenerschaffung oder die Heldenerschaffung bei DSA, ist sie komplett falsch? ist sie komplett falsch aufgezogen? Sollte man alle Werte weglassen und eher als einen Hintergrund sozusagen konzipieren und darauf dann die Werte? Nein. Aufbauen? Nein. Weil. Weil. Ich finde es auch schön, das so zu machen, aber, und jetzt kommt das große Aber, ich finde, es ist überhaupt nicht notwendig. Auch die 20 Fragen an den Helden sind nicht wirklich notwendig, zwingend. Es ist schön, wenn man das macht, finde ich, aber wir reden ja jetzt auch vom, gerade mit dem Setting Einstieg ins Rollenspiel. Du hast das ja gerade selber schon gesagt, ganz viele Leute wollen das eigentlich gar nicht. Weil das echt aufwendig ist. Und ganz ehrlich, ich finde das aufwendiger als die Regel, also die Charakterstellung mit den Regeln, weil da muss ich mir richtig Konzepte machen und auch was passt und dann bin ich da vielleicht nicht zufrieden. Und es gibt Leute, zum Beispiel wie mich, die finden das total toll. Es gibt aber auch Leute, die finden es nicht so toll. Und dann passt es vielleicht wieder hier nicht und dann hast du was falsch gemacht, weil der kann ja gar nicht aus Nivesel kommen, weil und so weiter. Ich finde, man braucht es in dem Sinne nicht unbedingt, weil wenn ich es als Spielleiter für die Einsteiger geschickt löse, wächst das organisch. Und das hab so auch ich als Spieler noch. Ich baue mir einen Charakter für eine Runde. Der hat einen total ausgearbeiteten Hintergrund. Dann baue ich mir den mit meinen Werten zusammen. Und dann schreibt mich einer von den anderen Spielern, hey, du könntest doch mein Bruder sein. Und dann bricht das alles in sich zusammen und ich finde die Idee so geil, ich will sie aber aufgreifen. Und in dem Moment, wo ich das alles so festmache, verliere ich diese Chance der Interaktion und damit auch wieder im Spiel die Gruppe zusammenwachsen zu lassen. Und deswegen finde ich, es ist schön, ich finde es schön, wenn jemand das macht, aber manchmal, muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, und das sage ich auch euch da draußen, die das irgendwann mal anhören, ich finde es manchmal auch gruselig, wenn mir Leute einen 4 Seiten Charakterhintergrund schicken, wo ich mir denke, was geht bei dir? So viel habe ich mir nicht über das Abenteuer Gedanken gemacht. Ich finde das toll, wirklich, aber damit alles, was ich festlege vor dem Abenteuer, schränkt mich natürlich auch nachher irgendwo ein. Entweder ich muss es so durchziehen und dann klappt vielleicht irgendwas nicht, was vielleicht schön gewesen wäre, oder ich muss es ändern und ich ärgere mich. Deswegen glaube ich, es ist nicht komplett falsch, sondern es ist ein Weg, den man gehen kann. Und ich finde es schön, wenn man gerade mit einer neuen Runde diese Wege offen lässt, wie sie es machen. Balance finden. Ja, ich glaube, das ist aber die Herausforderung an den Spielleiter dann in dem Moment. Also ich als Spielleiter bekomme ich einen 4-seitigen Hintergrund, lese ich mir das durch und denke mir, geil, setzt mich innerlich, aber tatsächlich unter Druck, wann und wie greife ich das auf? Denn ich will es aufgreifen, weil da hat sich jemand so viel Mühe und Hintergrundgedanken gemacht. Und wenn ich jetzt aus seiner Hintergrundstory nichts in dieses Abenteuer reinbringen kann, dann fände ich das so schade, so als Spielleiter. Also es setzt mich gleichzeitig ein bisschen unter Druck. Andererseits habe ich so gar keinen Ansatzpunkt. Dann bin ich auch als Spielleiter für mich, also ich persönlich, im Druck. Wo kriege ich den rausgelockt? Wo ist so sein persönliches Ding, wo er so auf die Story einsteigt, was ihn als Charakter ausmacht, wo er eine Entwicklung durchlaufen kann, wo es für ihn spannend wird. Aber das ist dann halt schon, das ist dann eher schon fortgeschritten. Von daher, ich glaube, für Einsteiger, wie Bio sagte, es offen lassen. Und auf keinen Fall irgendjemanden irgendeinen Druck in irgendeine Richtung geben. Der eine wird vielleicht total gerne seine Werte da unheimlich gut optimieren wollen. Der andere wird sagen, ist mir doch wurscht, was der da hat. Mach mal, hier, es interessiert mich nicht. Ne? Und ich glaube, da muss man einfach das
von Person zu Person persönlich aufgreifen, was derjenige mag. Darf ich ganz kurz nur einen Kommentar? Ich glaube, das heißt ja. Ja. Weil mir das jetzt gerade für euch, vielleicht für euch da draußen, ich habe ja jetzt gerade drüber nachgedacht, was Julikas gesagt hat. Für mich ist das Klassische, was ich dann als Spielleiter machen würde. Da ist einer, der hat nichts beantwortet, der sitzt da und hat irgendwie seine Werte. Dann wird der erste NPC, den er trifft, den anquatschen und wir werden das im Abenteuer machen. Woher kommt ihr eigentlich? Und das Geile ist, und da sind wir beim Impro-Theater, und das versuche ich immer meinen Spielern mitzugeben, in der Improvisation liegt die Genialität auch irgendwo und auch der Humor. Weil wenn dann eine Antwort kommt, ich komme von da, ihr wisst schon, dass da und da ist, oder ne? Und dann sage ich irgendwas und ja, genau, von da komme ich. Und da können so geile Sachen schon entstehen. Ich muss das ja nicht außerhalb des Spiels machen. Ich kann das auch, das ist vielleicht nur mal so als Gedanke, ich kann das auch ins Spiel mit reinbringen. Ich als Spielleiter. Aber vielleicht nur mal so als Idee. Jetzt bin ich wieder raus. Cool. Ja, ihr seht, man kann sich schon alleine über den Einstieg oder sagen wir anders, über das Zusammenkommen am Spieltisch, virtuell oder real, schon eine ganze Menge Gedanken machen. Nächster Schritt. Einstieg ins Abenteuer. Liebe Leute, ich will nur mal ein paar Sachen in den Ring werfen. Solo-Abenteuer, um seinen eigenen Charakter überhaupt mal so ein bisschen kennenzulernen, was ich auch kenne. Solo-Hintergrund, Prelude, das heißt, es gibt, bevor das eigentliche Abenteuer losgeht, setzen sich Spielleiter und Spieler schon in so, ja, Solo-Runden quasi zusammen und spielen so ein bisschen den Hintergrund des Charakters an. Andere Möglichkeit, hattet ihr gerade auch schon angesprochen, vielleicht Stichwort Konzeptrunde, kennen die Helden sich schon oder nicht? Lernen sie sich gerade erst kennen? Wie gestaltet man das dann am besten? Stichwort Charakterzusammenführung. Ja, wir haben im Vorhinein schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Typische Szenen, die wahrscheinlich jeder Rollenspieler, jeder DSA-Spieler mal durchgemacht hat. Ihr seid im Gasthaus zum Schwarzen Keiler oder vielleicht etwas innovativer. Ihr befindet euch in einer Gefängniszelle. Es ist dunkel und feucht. Oder, mein Gott, das Schiff geht gerade unter. Auf euch kommt eine riesige Flutwelle sozusagen zu. Also es gibt unterschiedliche Arten und Weisen in das Abenteuer, in das eigentliche Gaming, ja, in das Rollenspiel einzusteigen. Was präferiert ihr? Oder was würdet ihr für einen Einsteiger präferieren? Gibt es einen optimalen Weg für Einsteiger? Schwierig. Ich glaube, den Satz habe ich heute schon 50 Mal genannt. Es kommt drauf an. Und Solo-Abenteuer, wenn jemand absolut nicht gerne liest, ihn dann ein Solo-Abenteuer in die Hand zu drücken und sagen, lies mal, schwierig. Ein kurzes Solo-Abenteuer, um vielleicht gewisse Regeln spielerisch zu erlernen, den ich als Meister mit meinen Spielern vielleicht einzeln durchgehe, weil jemand gerade nicht gerne liest. Ne? Also wenn jemand gerne liest, klar, gibt nichts Spannenderes. Wenn jemand jeden Tag irgendwie zwei Bücher durchliest, der hat das Solo-Abenteuer beim Frühstück durch. Beim Kaffee. Ja, aber davon ist ja nicht bei einem Einsteiger auszugehen. So mühevoll Regeln, sage ich mal, stundenlang zu erklären, das macht keinen Spaß. Nicht in DSA. Was aber Spaß macht, ist die Runde zusammensetzen und losspielen. Und erstmal für Einsteiger, wirklich für Einsteiger, geradlinige Geschichte mit einfachen Regeln, Erklärungen, die spielerisch nebenher passieren, wo ich so das, nicht das Ganze, aber so ein grobes Portfolio von DSA mir rauspicke. Das ist von der Begegnung bis über, du bekommst eine Quest. Oh ja, da läuft dir ein Weg, Wolf über den Weg, der ist aggressiv. Welchen Weg nimmst du, ne? Flucht, ihn umhauen oder irgendwelche anderen Auswegmöglichkeiten ihm bieten, so dass man
die Eigenschaftsproben, die Fertigkeitsproben, die Kampfproben vielleicht so, sage ich mal, in so einem Einstiegsabenteuer erlernt, als Gruppe, wo man Rollenspiel auch noch betreiben kann, wo man vielleicht eine Runde für 3, 4 Stunden ansetzt und plötzlich 3, 4 Abende draus werden, 4 Stunden, kann passieren, muss ja nicht. Das kommt ja immer auf die Leute drauf an, was sie betreiben. Finde ich, glaube ich, für Einsteiger am besten, dass du ins Spielen kommst und nicht in Regelwälzen, nicht in Geschichten lesen, sondern einfach ins Spiel kommst, dass du Spaß an dem Abend hast, egal wohin es sich entwickelt. Außerdem finde ich den klassischen Einstieg, der Barbar, der Zwerg und die Elfe sitzen am Tisch und trinken ein Bier aus DSA 1, finde ich echt witzig. Es klingt nach dem Anfang eines schlechten Witzes, ne? Irgendwie so ein bisschen. Bio, Ja, ich ich hab. merke, dir brennt es auf der Zunge. Schieß los. Nein, ich hab. Also, ich muss ja mal eine Sache sagen, ne? Also, dieses Ladies First ist natürlich toll, weil ich immer über Sachen noch ein bisschen nachdenken kann, ne? Und das aufnehmen kann, was die Julicals so sagt. Deswegen werde ich gleich vielleicht auch mal dann vorpreschen. Aus Gentlemanhaftigkeit, dann aber. Ich habe nämlich gerade mal so ein bisschen überlegt, was sind so meine Lieblingseinstiege? Vielleicht grob, ich finde es wichtig, dass die Gruppe irgendein verbindendes Element hat, sei es noch so klein. Das kann genau diese Kneipe sein, wo die gerade sitzen, ne, und das Bier trinken. Es ist schön, wenn die Gruppe vorher ein Konzept hat und sich darauf geeinigt hat, ne? Da kommt für mich jetzt zum Beispiel auch gerade rein, ganz toll, also hat man ja in der Regel einen Auftraggeber, den die alle irgendwie kennen. Das gebe ich oft vor. Weil das Abenteuer das bedingt, ne? Also, du kannst dir deinen Charakter machen, wie du willst, aber wichtig ist, du musst irgendeine Beziehung haben zu Rohaya von Garrett oder wer auch immer, ne? Damit ich den Auftraggeber an die Leute verkaufen kann. Sehr schöne andere und für mich auch sehr DSA-like Weise, die Leute zusammenzuführen, ist, Träume, Prophezeiung, göttliches Eingreifen. Also eine Art mystische, wir sind wieder bei meinem Lieblingsthema, Mystik, Märchen, irgendetwas Mystisches, was die Charaktere verbindet. Dass sie alle den gleichen Traum hatten, dass sie alle ein besonderes Erlebnis teilen im Augenblick des Einstiegs ins Abenteuer. Dass es eine Prophezeiung gibt, irgend sowas, die sie an irgendeinen Ort geführt hat. Das ist schön für so ein Abenteuer, was in die Richtung geht. Ich finde es aber auch, also für mich sind immer die schönsten Abenteuer Karawane. Weil, egal was du in Aventurien spielst, da gibt's nichts mit Fernverkehr und Zug, da muss alles mit einem Handelskarren hin und her gefahren werden oder mit dem Schiff. Und das heißt, es ist häufig, die Leute kennen sich schon, zumindest vom Sehen her vorher, und dann kannst du alle Ereignisse einstreuen. Deswegen mag ich diesen Einstieg über Karawane Schiff eigentlich auch sehr gerne. Und das geht auch in die Regel Taverne, ne? Alle müssen irgendwo schlafen. Jetzt habe ich alle durch. Glück gehabt. Ich will noch mal ein bisschen Kontext geben, oder das Ganze aus meiner Sicht auch so ein bisschen darstellen. Ihr erinnert euch vielleicht an früher, ich weiß nicht, wann ihr eingestiegen seid mit DSA, ihr erinnert euch vielleicht an frühere ja, Editionen, Ausgaben von DSA, ich weiß nicht, DSA 1, 2. Da hat man am Anfang von so Abenteuern häufig so einen Zettel gefunden. Ne? Da gab es so einen Zettel, einen Brief, ja. Ihr alle habt einen Brief erhalten, ja. Ihr findet. Also ihr alle habt den per Brief, ihr seid kontaktiert worden oder ihr findet, was weiß ich, in eurem Briefkasten findet ihr folgenden Auftrag. Und ich glaube, das weist uns darauf hin oder das macht uns dafür sensibel, dass diese Frage keinesfalls trivial ist, ja, sondern dass diese Charakterzusammenführung wichtig, aber auch kompliziert ist in so einer Rollenspielwelt. Ja, man hat ganz unterschiedliche also sind Dinge, die ihr wisst, ja. Ich will sie nochmal so ein bisschen vielleicht auch ausbreiten. Ja? Also jeder spielt unterschiedliche Charaktere. Vielleicht ist nicht immer geklärt, ja, inwiefern die sich kennen oder inwiefern die miteinander verbunden sind. Ja, alle sind jetzt zufällig in, was weiß ich, Havena, ja, eine Riesenstadt. Wie kriegt man die Leute jetzt zusammen, ohne dass es jetzt allzu, ich weiß nicht, allzu forciert oder allzu, ich weiß, ja, gestellt oder blöd einfach rüberkommt. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass dieser Brief vielleicht nicht so die eleganteste Lösung ist.
Aber wie kann man es elegant und interessant machen? Also ich finde die Karawane finde ich gut. Ich frage mich aber auch wenn dieses Gasthaus ja schon so vollkommen abgegriffen ist, wie kann man das interessant gestalten? Auch für Einsteiger? Oder will man, dass der Einsteiger am Anfang erstmal 5 Minuten seinen Charakter beschreibt für alle anderen, ja, die ihn jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal sehen? Oder kommt es dem Einsteiger dann vielleicht doch entgegen, wenn sich die Gruppe irgendwie kennt? Oder will man sozusagen sofort in medias res starten und, was weiß ich, die Orks überfallen gerade das Gasthaus und man hat gar keine Zeit dafür, für so eine lange Einstiegsszene. Meinung dazu? Jetzt muss ich ja anfangen, habe ich ja gerade gesagt, ne? Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Ich hab deine Meinung so wahrgenommen, dass es sehr wichtig ist. Und das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite ist meine Meinung dazu, also ich würde die Leute immer erstmal ins kalte Wasser schmeißen. Und in der Szene, das fände ich eigentlich mega episch, ne? Wir sind jetzt bei der Karawane, die wird von irgendwem angegriffen. Lass es, und auch dazu wird es noch einen Podcast geben, die sehr missverstandenen Orks sein. Ja, und ich meine, was ist geiler, als die Leute dann, okay, ne, der eine sagt, okay, ich mach das und das, und dann sage ich ihm, okay, beschreib das doch mal. Wie siehst du denn aus? Was machst du denn gerade? Ne? Und sie wirklich in der Action erleben. Weil das dem Ganzen mehr, finde ich, Dynamik gibt. Natürlich muss man, das ist als Spielleiter herausfordernd, weil ich muss jedem sein Spotlight geben, es darf nicht zu lange werden. Ja, und dann habe ich noch silbern bestickte Borten an meinem linken Schnürsenkel. Das muss ich dann natürlich irgendwie handeln. Aber ich fände es cool, weil das eine sehr dynamische Zusammenführung ist. Und so ein Kampf eint natürlich auch, ne? Eine gemeinsam durchgestandene Herausforderung. Und die Leute da in Action kennenzulernen, das fände ich total cool. Definitiv, hat Spaß, kann auch unheimlich lustige Szenen hervorbringen, wenn Alrik, der Angsthase, patzt, doppelt 20 im Kampf hat. Arm ab, Alrik geht nach Hause. Gut, jetzt darfst du deinen eigenen Charakter bauen. Kann auch passieren. Nein, ich glaube, als Spielleiter, die einzige Herausforderung, die man hat, ist, die Gruppe erstmal zusammenhalten, dass sie etwas Gemeinsames an die Hand kriegen. Entweder ein gemeinsames Ziel oder, was ich sehr, sehr spitzfindig und aber auch sehr herausfordernd finde, und da braucht man schon einiges an Erfahrung als Spielleiter, wenn du deinen Charakteren erstmal Sachen entziehst und sozusagen sowas wie ein Zwang bildest, dass sie aus einer verzwickten Situation nur gemeinsam herauskommen können. Was einen kann, nicht muss. Es kann also auch nach hinten losgehen. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, auch diese typische, ihr seid im Gefängnis, ihr wisst nicht, was passiert ist. Szene. Ja, am Vorabend irgendwie zu viel, ne, Meskines getrunken und jetzt seid ihr in wo auch immer gerade gelandet. Und dann entdecken die Charaktere so die Vergangenheitsgeschichte gemeinsam und kämpfen sich aus einer vielleicht ausweglosen Situation erstmal heraus. Kann auch ganz interessant sein. Oder wie Bio gesagt hat, dieser Kampf. Man kann es aber auch ganz einfach, ganz schlicht gestalten und da ist man, dann sind sie da in dieser Kneipe und du hast da schon Einsteiger, die einfach Helden sein wollen. Die wollen Helden spielen. Die wollen einen Auftrag. Dafür sind sie hier hingekommen. Na, also die Spieler gibt's ja auch, die diesen, ich sag mal, ganz profanen, ganz schlichten, ganz einfachen Grund haben. Sie wollen ein Held werden, sie wollen etwas bewirken und sie wollen etwas schaffen und sie wollen jemandem helfen. So dieses Helfersyndrom, keine Ahnung. Oder Gold. Ja, du kriegst da halt 10 Dukaten vor. Ja, super. Also ich hatte auch einen Spieler, der wollte einfach Gold machen. Der hat mit allem Gold gemacht, was er wollte. Der hat den Räubern die Pferde geklaut und die dann verkauft. Den hast du halt immer mit Gold bekommen. Gibt's auch. Und was aber wichtig ist, dass man die Gruppe am Anfang zusammenhält, zusammen, dass sie einen gemeinsamen Grund kriegen, überhaupt gemeinsam zu handeln. Ja, dieses, das kannst du aber aus dem ganz normalen Leben übertragen. Teamwork, ne?
Wie kriege ich mein Team zusammenzuarbeiten? Seid ihr der Meinung, oder anders gefragt, habt ihr präferierte Szenarien oder Regionen in Aventurien, die sich besonders für den Einstieg ins Abenteuer anbieten? Ich mache jetzt mal wieder so einen Gegensatz auf oder stell das als Frage. Sind die Tulamiden-Lande mit ihrer langen Kultur, Geschichte, Tradition, ihrer vielleicht auch etwas komplexeren und facettenreicheren Kultur, ist das zu viel? Will man lieber Nostria und Andergast, wo die Gesellschaft vielleicht etwas simpler strukturiert ist? Wie steht ihr dazu? Gibt es für euch solche Einsteigerregionen? Ja, nein, wenn ja, welche sind es? Also ich kann nur sagen, ich meine zu wissen, dass sozusagen von Redaktionsseite, dass gewisse Abenteuer oder Regionen als Einsteigerregionen angelegt sind. Ich meine auch, dass bei zum Beispiel bei DSA in der fünften Edition eben Nostria und Andergast so als einfache oder als, sagen wir mal, als Regionen angelegt sind als Königreiche, wo man ja schnell irgendwie so einen Bezug zu finden kann. Es war, glaube ich, auch die erste Regionalspielhilfe, die für die fünfte Edition rausgekommen ist. Macht das für euch Sinn oder seht ihr das ganz anders? Also ich, Jo, willst du vorlegen? ja, komm, ich mach mal. Also habe ich jetzt echt ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ich finde, es ist sinnvoll von Ulysses, dass die sowas machen. Es war bei DSA 4, meine ich, auch schon Nostria und Andergast. Oder es ist Weiden oder sowas, weil es dieses Ritter-Setting, klassisches europäisches Hochmittelalter, bitte MLB, korrigier mich, wenn ich es jetzt historisch falsch sage, aber das ist einfach was, wo viele Leute auch direkt Fantasy mit verbinden. Ich finde aber überhaupt nicht, dass es eine Region gibt, die sich jetzt super als Einstiegsregion deswegen anbietet, weil das halt unfassbar auf das Szenario ankommt. Ich kann auch ein Szenario spielen. Die Frage ist ja, wie viel Hintergrundinfo brauche ich für das Szenario? Also hier jetzt irgendein Dorf, das generische Dorf, ob das jetzt ein tulamidisches Dorf ist oder ein mittelreichisches, das ist völlig hirni, wenn es nur darum geht, dass ich den Ochsen finden muss. Der Ochse hat dann vielleicht eine andere Rasse. Das ist jetzt bei DSA vielleicht festgelegt, aber das muss ich nicht unbedingt ins Abenteuer bringen. Ich glaube, dass das eher eine Vermarktungssache ist, weil die meisten potenziellen Rollenspieler das erwarten. Also niemand erwartet ja, oder zumindest ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jemand erwartet, in ein Rollenspiel zu kommen und als erstes, keine Ahnung, ins Bornland zu gehen. Wobei ich auch das, also ich hätte jetzt kein Problem damit, aber ich verstehe, dass der Verlag das macht. Ich als Spielleiter hätte wenig Präferenzen, es sei denn, ich habe das Abenteuer gekauft. Weil dann erwarte ich, dann habe ich aber eher Anforderungen an das Abenteuer und nicht an den Ort, also die Region, wo das Abenteuer spielt. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe bis heute nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Nostria und Andergast ist und wer wen regiert. Und wir haben da 17 Sessions gespielt, ja. Also Oh Gott, da habe ich, ich habe das, das hab ich ja total Mist das gebaut. geht nicht in meinen Kopf. Also ich finde die Region für Einsteiger tatsächlich gar nicht so einfach, weil die politisch extrem konfus ist. Ist meine Meinung. Ich habe fertig. Ich glaube, es kommt, also es ist ganz nett, eine Region wie Weiden, etwas, was man sich gut vorstellen kann zu haben, sofern ich hier, sage ich mal, in Deutschland spiele, wo ich mit europäischer Geschichte aufgewachsen bin. Nur als Beispiel, Havena wird, sage ich mal, fast jeder Deutsche wahrscheinlich irgendwo mit Hamburg assoziieren. Gehst du in die USA, ist Havena aber was ganz anderes in dem Moment, ne? Ich glaube, im Endeffekt kommt es gar nicht so sehr drauf an, in welcher Region du anfängst, sondern dass du von der Makroebene auf eine Mikroebene runtergehst. Das heißt, du konzentrierst dich auf einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Ganzen. Das heißt, ich würde für Anfänger würde ich nicht die großen Tulamidenlande und ihre komplizierte Geschichte und
den Götterglauben und weiß was ich was da reinbringen, sondern wie Bio gesagt hat, ja, wenn es danach am Ende geht, die Kuh irgendwo zu finden oder den Dämon meinetwegen in der Kuh abzuwehren, dann ist das egal, ob das Ganze unten im Süden oder oben im Bornland sich die Kuh verlaufen hat, ja. Und ich, was für Anfänger ist es, glaube ich, wichtig, da einfach erstmal auf einer Mikroebene einzusteigen und von mir aus dieses, auch keine große Stadt, sondern dieses kleine Dorf, wo ich eben nur einen Schmied, nur maximal zwei Gaststätten habe, wo ich mich nicht so zerlaufen kann, sondern wo ich konzentriert meine Spieler setzen kann und dort so ein bisschen, ja, da will ich jetzt gar nicht unterscheiden, Sandboxen und Railroading will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber dort einen Handlungsrahmen habe und in dem die Einsteiger sich bewegen können, ohne dass es in das große Ganze geht, weil das, glaube ich, zu Anfang für einen Einstieg für einen Anfänger zu kompliziert und dann zu abschreckend wird. Gut. Also die Präferenz deutlich spürbar, wenn man in seiner Gruppe, wenn da viele Einsteiger sind oder einige Einsteiger sind und auch, wenn man das sozusagen auf die so ein bisschen anpassen will, dann eher ein, dann ist eigentlich egal, welche Region man bespielt, aber man muss es eben die sozusagen den Plot oder die Handlung sollte man vielleicht am Anfang einigermaßen ja nicht unterkomplex, aber sagen wir, nicht allzu aufgebläht, ja, sondern eher einfache Abenteuer, einfache Handlungsstränge aufziehen. Nicht. Nein. Da würde ich dir widersprechen. Nein. Ich kann auch ich sag jetzt mal als Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, es gibt ein Heldenbox-Abenteuer, drei Farben von Schnee. Das spielt im Bornland auf einer Burg. Das Abenteuer an sich ist ultra komplex. Aber es ist, ich könnte das genauso in den Tulamidenlanden spielen. Ich könnte das, ja, also eine Burg, ich brauche irgendein Haus. Aber ansonsten, weil du sagtest, die Komplexität des Abenteuers, finde ich nicht. Wenn ich die Spieler einkapseln kann, kann das Abenteuer drin ultra komplex sein von der Story her. Die Komplexität an das Gebiet und die Region muss halt beschränkt sein. Da ja, ansonsten, das war mir jetzt nochmal wichtig. Weil ich finde schon, dass man da sehr krasse Sachen machen kann. Du musst die Leute halt nur in so ein Ding reinbringen, was abgeschlossen ist. Also der Horizont muss, sagen wir mal, so ein bisschen begrenzt sein. Vielleicht auch die Handlungsmöglichkeiten nicht allzu breit. Also wenn ihr sagt lieber Dorf statt Stadt, lieber so, eine Burg statt, was weiß ich, ein ganzer Landstrich oder so. Ja. Genau. Es sei denn, du nimmst ein Reiseabenteuer, aber das ist dann eine ganz andere Geschichte, ne? Wenn du ein Reiseabenteuer nimmst, um eine Region kennenzulernen, kann man auch super gut machen. Aber ansonsten, ja, die Leute in so eine Bubble setzen. Und diese Bubble, die kannst du in jede Region dir sozusagen dann umändern. Okay. Und das mit dem Reiseabenteuer, ich hack da jetzt nochmal ein. Auch das könntest du ja theoretisch diese Bubble einfach extrem lang ziehen, wenn die auf der Reise eben nur Probleme haben, die nicht regionsspezifisch sind, außer dass ich den Schneesturm durch einen Sandsturm ersetze und den Angriff vom Bären durch den Angriff von, was weiß ich, einem Löwen oder so, ne? Aber solange die niemanden treffen, wo die über viel Kultur oder solche Sachen machen müssen, das jetzt im Dschungel ist oder in der Wüste oder im ewigen Eis, ne? Ich muss es nur geschickt vorbereiten. Genau. Also wovon ich abraten kann, Anfängern oder Rollenspiel-Einsteigern, sowohl Meistern als auch Spielern, ist in eine große aventurische Kampagne einzusteigen. Also damit zu beginnen, würde ich erstmal echt abraten für den Anfang. Leute, wir sind schon drüber über die 60 Minuten, ihr werdet es gemerkt haben. Wir müssen langsam dem Ende entgegengehen. Aber einen wichtigen Aspekt, den wir auf jeden Fall noch besprechen sollten, wir hatten es schon angedeutet. Ulysses, die DSA-Redaktion, die Verantwortlichen, haben Angebote unterbreitet, wie man den Einstieg in Aventurien in der 5. Edition, und das gab es früher auch schon, erleichtern kann. Stichwort Einsteigerboxen. Es sind, wenn ich richtig sehe, jetzt zwei erschienen. Julicals, korrigiere mich. Es gibt zwei Einsteigerboxen, ist das richtig? Nicht ganz. Es gibt eine Einsteigerbox plus eine Erweiterungsbox zu Einsteigerbox.
Also die zweite Box kann nicht alleine genutzt werden, sie kann nur in Kombination mit der ersten Box genutzt werden. Okay. Ganz konkret, also ich bin ein ganz großer Fan von Einsteigerboxen für egal welches System. Ich finde das toll, weil man sowohl als Spielleiter auch als Spieler Abenteuer bekommt, wo sich Leute tatsächlich schon Gedanken zugemacht haben, wie man es einem Einsteiger erleichtert. Setzt sich ja keiner hin und sagt, oh Gott, wie mache ich es möglichst schwierig, ne? Da machen sich ja Leute Gedanken zu. Manchmal besser, manchmal schlechter. Das soll jetzt gar nicht zur Diskussion stehen. Aber die Einsteigerbox von DSA, ich finde sie gut gelungen. Sie enthält unheimlich viel Material, was mir so eine gewisse Bandbreite von DSA aufzeigt. Von dem Spiel, wo ich Dungeon Crawler-mäßig meine Figürchen bewegen kann im Kampf, muss ich nicht, kann ich aber, bis über ein Regelwerk, was auf 55 Seiten runter reduziert ist, wo wir beim Regeltechnischen von DSA wären. Also es sind wirklich 55 Seiten, die ich aber gar nicht lesen muss als Einsteiger, sondern die im Spiel, im Abenteuer selbst verbaut sind. Und was ich sehr schön an der Box finde, ist, sie nimmt einen unerfahrenen Spielleiter, jemand, der noch nie Pen and Paper gespielt hat, und sagt, ihr habt die Box. Möchtest du Spiel leiten oder möchtest du Spieler sein? Bist du Spieler? Mach dies und dies und jenes. Gib dir wirklich eine Anleitung. Richtige Anleitung auf 3 Seiten an die Hand. Also da ist ein Blatt, da steht, lies mich zuerst, und da steht, lies nicht das Regelwerk als erstes drinne. Bist du Spielleiter? Geh ins Abenteuer, lies das und das. Und das erste Abenteuer ist sogar so aufgebaut, das ist sehr, sehr straight, da ist nicht viel Kompliziertes. Aber sie gibt mir, also gerade einem Spielleiter, so vieles an die Hand von Texten, die ich vorlesen kann, ohne dass ich mir jetzt großartig irgendwelche Beschreibungen ausdenken muss, bis über, wie kann ich meine Spieler handeln lassen. Das erste Abenteuer ist sehr gerailroadet, das heißt, du kannst es fast als Spielleiter vorlesen, fast. Dann werden die Regeln schön eingebracht und eingearbeitet. Und gerade jemand, der zum Beispiel noch nie Rollenspiel betrieben hat, sagt, ich möchte aber Spielleiter machen. Soll es auch geben. Also so bin ich ins DSA-Rollenspiel übrigens eingestiegen. Und ja, wo fängst du sonst das Spielleiten an? Ne? Und aber da wird das einem sehr schön an die Hand gegeben. Und du hast Texte, du hast sehr, also das erste Abenteuer ist ganz viel Geschriebenes, was du vorlesen kannst, was du an Regeln einbringen kannst, und das wird immer weniger, immer weniger, immer weniger, bis es auf so einem typischen DSA-Abenteuerniveau landet, wo du dann aber als Spielleiter, ohne dass du jetzt so super viel drumherum machen musstest, plötzlich gemerkt hast, oh, jetzt habe ich 2 Abenteuer geleitet. Und es funktioniert tatsächlich. Also ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ich habe DSA 4 Rollenspieler, die vor 5 oder 8 oder so Jahren aufgehört hatten zu spielen, am Tisch gehabt, die mir das aber gar nicht verraten haben. Das waren richtige Aventurien-Cracks. Und ich habe dann diese Einstiegsbox mit denen geleitet, so völligst ahnungslos. Und es war eine tolle Runde. Es hat richtig gut funktioniert, sofern die Spieler sich drauf einlassen. Also ich habe dann erst im Laufe der Runden erfahren, was die so an Hintergrundwissen haben, was sehr schön war. Aber es war halt so ein Einstieg in DSA 5. Da waren auch völlige Anfänger dabei, die so richtig schön mit abgeholt worden sind. Und ja. Du hast ja schon, also wir wollen natürlich hier kein Product Placement betreiben, aber wir wollten zumindest mal anschneiden, wie Ulysses sozusagen dieses Thema adressiert. Du hast jetzt eine Menge schon verraten von der Einsteigerbox. Ich möchte den Ball nochmal zu Bio spielen. Bio, wie sollte denn deiner Meinung nach, oder sagen wir mal, wenn du eine Einsteigerbox erstellen würdest, wie sollte so etwas aussehen? Boah, das ist jetzt echt eine fiese Frage. Also wenn ich eine Einsteigerbox machen würde. Oder was muss da rein? Was sind die wichtigen Inhalte, die deiner Meinung nach rein? Okay, pass auf, das ist eigentlich die perfekte Vorlage. Also, ich erwarte von einer Einsteigerbox, ja, ich brauche ein paar Regelsachen.
Ich erwarte, dass da vorgefertigte Charaktere drin sind. Ich persönlich, aber das ist jetzt auch schwierig, weil ich ja nun nicht, es ist schwer, mich in die Perspektive von jemandem reinzuversetzen, der das noch nie gemacht hat. Wünsche mir mehr Text zum Thema, mach, worauf du Bock hast, lass die Leute selber machen und ein grobes Konzept, also tatsächlich mehr in Richtung Sandbox als Railroading und dafür aber Material, wie ich in die Sandbox reinkomme. Dazu gehört für mich eine Mindmap mit den NPCs. Sachen, das müssen ja nun nicht viele sein, das können fünf NPCs sein, eine Karte, wo, was weiß ich, also ich habe hier jetzt auch gerade mal geguckt, ich habe auch die Schnellstarterregeln, da ist das Einsteiger-Szenario drin. Da gibt es eine Karte, ernsthaft, wo ein Baum in der Mitte ist und darum sind fünf Orks. Die Karte hätten sie sich echt auch schenken können, meiner Meinung nach. Aber okay, ich hätte lieber so eine Karte wie, was weiß ich, ein Dorf, da gibt es eine Schmiede, da gibt es eine Schenke und sonst was. Und dann biete ich das dem Spielleiter an. Ich würde mir sowas wünschen. Und wenn ich es designen würde, ich würde für den Spielleiter ein kleines Solo-Abenteuer mit einbauen, um mal die Brücke zu schlagen, damit er selber diese Welt nochmal kennenlernen kann ein bisschen und auch die NPCs vielleicht in dem Solo-Abenteuer. Und dann die Leute ausprobieren lassen. Und also ich persönlich kann, ich habe jetzt nur eine Einsteigerbox gespielt, und das war auch keine Box, das war nur das Abenteuer aus DSA 4 und ich habe das geleitet, ich fand das fürchterlich. Ich als Spielleiter dann auch für die Spieler. Nicht, weil wir nicht in die Regeln reingekommen wären, sondern weil wir gesagt haben, was soll das hier? Wir sind auf diesem Turnier, ja, natürlich können wir jetzt hier Bogen schießen und so, aber keiner wollte das machen. Die Leute wollten eigentlich ganz andere Sachen machen. Sie sind ihnen aber irgendwie nicht so richtig angeboten worden. Und ich finde, das ist auch wieder das, also wie würde ich es machen? Ich würde so ein bisschen Story vorgeben, irgendwas Dramatisches, von mir aus irgendwen retten oder irgendein Angriff, geht immer. Und die Regeln in dem Solo-Abenteuer für den Spielleiter einmal erklären, damit er es weiß, wie es geht. Das kann er vorher alleine mal durchspielen in einer Viertelstunde oder so. Und dann die Leute einfach reinschmeißen. Und dem dann einfach sagen, macht, habt Spaß. Weil ich glaube, dass das den Spaßfaktor erhöht. Weil nichts, also ich fand es, und das hat mich tatsächlich dann vom Hobby wieder weggebracht, nichts ist frustrierender, als du hast da so ein Abenteuer und hast das Gefühl, hä? Was will ich hier? Und aber ob das, ich glaube nicht, dass das massentauglich ist, keine Ahnung. Ich glaube nämlich, dafür muss man. Das spricht nicht alle Leute an. Aber so würde ich es machen. Du hast ja mich gefragt. Also, Julika hat gerade schon verraten, visuell, es sind einige ansprechende Karten enthalten. Löst doch mal auf, was überhaupt alles drin ist in so einer Einsteigerbox. Ich weiß es nämlich persönlich auch Ich nicht. auch nicht. Also wie gesagt, ja, wir wollen jetzt kein Product Placement machen, aber es ist wirklich viel Material da und du hast als Spielleiter nach deinen Vorlieben beide Möglichkeiten tatsächlich. Also als ich meine, es gibt auch nichts Frustrierendes als Spielleiter, wenn du deine Spieler zu etwas bringen willst, etwas zu tun oder die plötzlich was ganz anderes in einem Abenteuer machen und du sitzt da als Anfänger, als unerfahrener Spielleiter und denkst dir, ja, und jetzt? Keine Ahnung. Ja, blöd. Okay, ja, der Hauptauftraggeber ist jetzt tot. Ja, kann auch, glaube ich, sehr frustrierend sein. Sodass du, also in der Box, Gott, was ist da alles drin an Material? Nebst den, alles, was du brauchst. Würfel, du hast auch Charaktermarker, wenn man sie einsetzen will. Schicksalspunkte, du hast in der ersten Box hast du vier Archetypen drinne. Du hast vier Solo-Abenteuer für jeden Archetypen. Du hast die Einstiegsbeschreibung mit Tipps für den Meister, so nach dem Motto, meine Charaktere tun nicht, was sie wollen. Mit der Erklärung dazu kann zu wunderschönen Momenten führen. Was mache ich, wo Unsicherheiten für mich als Meister entstehen, was kann ich tun? Du hast Karten, sowohl ein Ausschnitt von Weiden mit bestimmten Regionen, als auch ein Dorf mit einzeln eingezeichneten, Gebäuden da drinne, genau. Ne? Du hast aber auch die ganze aventurische Karte drin, sodass du einen Überblick hast, wo sich dein Mikrogebiet auf der großen Aventurienkarte befindet. Du hast die Spielregeln, du hast eine Regionalbeschreibung, nämlich von der Heldentruz, ist das, glaube ich.
muss ich selber nachgucken. Die Grafschaft Heldentrutz, genau. Das sind dann so einzelne Dörfer und auch die große Stadt Reisend eben beschrieben, sodass du wie so eine kleine Regionalspielhilfe gleich mit dabei hast. Und du hast tatsächlich das erste Abenteuer, wo sehr viel beschrieben ist, sehr viel geschrieben ist für den Meister, wo du vieles ablesen kannst, aber auch selber natürlich das einfach mit deinen eigenen Worten wiedergeben kannst oder aufgreifen kannst. Und du hast das Dramaszenario. Du hast nämlich eine Entführung. Da ist die Tochter vom Grafen weg. Die ist verschwunden. Guck mal, da haben die das ja fast so gemacht, wie ich gesagt habe. MLB, ja. Das ist ja gruselig. Bio. Wer hätte das gedacht? Bio, du bist Berater. Ja, die Berater wussten, für Einstiegsboxen. Die wussten das ja vorher alles schon. Ich hab sie tatsächlich selber noch nie gesehen, die Einstiegsbox, die neue. Von daher fand ich es jetzt tatsächlich ganz witzig, dass es so ist. Vielleicht können wir auch über die Zuschauer, um nochmal den Ball zu den Zuschauern zurückzuspielen, über Zuschauer eine kleine Diskussion über die Einsteigerbox starten. Wenn dieser Podcast gestreamt, veröffentlicht wird, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit der Einsteigerbox gemacht habt. Also ich werde, wenn ich nochmal in den Genuss komme, wenn bald wieder bessere Zeiten einkehren und ich eine Tischrunde starten, leiten sollte, ich werde auf jeden Fall mich mal an so eine Einsteigerbox versuchen. Wenn ihr andere Kommentare zu dem ziemlich breiten Thema aller Anfang ist schwer habt, dann bitte doch ebenfalls in die Kommentare. Ihr habt gesehen, wir sind nicht bei 60, sondern eher bei 90 Minuten gelandet und deswegen müssen wir jetzt auch hier unbedingt Schluss machen. Ich glaube, man kann noch lange über dieses Thema reden. Vielleicht wird es nochmal eine zweite Folge dazu geben, wenn Bedarf dafür besteht. Aber erstmal werden andere Themen hoffentlich zur Sprache kommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Julicals und bei Bio. Ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht und ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Neulich in Aventurien. Ja, wollt ihr noch was sagen zum Thema Aller Anfang ist schwer? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was man auf eine zweite Folge schieben könnte? Ja, ganz kurz zum einen Dankeschön für das Leiten der Runde an dich, MLB-Rookie. Zum anderen, wir hoffen, dass der Podcast gut ankommt. Aller Anfang ist eben schwer. Ja, auch von mir nochmal danke an dich, MLB, auch nochmal an dich, Julicals, für die spannende Diskussion. Ich möchte euch da draußen zum Abschluss noch mitgeben, Aller Anfang ist so schwer, wie ihr ihn euch auch macht. Ja? Geht vielleicht ein bisschen lockerer daran und versucht einfach zusammen Spaß zu haben. Ich glaube, wenn ihr das macht, dann könnt ihr auch in DSA auch mit Spaß einsteigen. Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie wir diese ganzen Prämissen und Ideen und Vorschläge so umsetzen am Spieltisch, dann schaut doch mal bei uns auf unseren Runden rein. Wir haben natürlich auch keine Zweifel in Anspruch, hier die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern schaut doch einfach mal rein, ob es euch gefällt, wie wir das Spiel, das Rollenspiel in Aventurien so betreiben. Und ich würde sagen, damit beenden wir für heute. Ich sage bis bald. Tschüss. Tschüss.